Hallo zusammen, heute zeige ich euch wieder drei Spiele, diesmal sind alle gekauft. Ich habe kein wirklich gutes kostenloses heute für euch, aber dafür wirklich drei richtig gute Spiele. Das erste nennt sich, Moment, einmal kurz hier raus, nennt sich iShoot. Und dieses Spiel erinnert ziemlich an Worms, wer das kennt, vom Nintendo DS, Computer und so weiter. Man sieht hier schon, ich weiß nicht. Hier ballern sich die ganze Zeit Panzer ab und genau das macht ihr in diesem Spiel auch. Ihr könnt das einmal sozusagen offline spielen mit mehreren im Mehrspielermodus und ihr könnt das auch online spielen. Ich mache das jetzt mal nicht. Hier unter More könnt ihr dann noch Freunde einladen und euch eine Anleitung angucken. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Einmal, wie viele menschliche Gegner nehmen wir jetzt hier mal ein? Computergegner 2, Runden 3. Nehmen wir 2 und Schwierigkeitsgrad einfach. Okay, starten wir das doch. Jetzt sieht man hier schon, hier oben ist mein Kontostand, 15.000 Dollar. Damit kann ich mir jetzt was einkaufen. Und hier seht ihr, das sind alles Waffen, die ich mir kaufen kann. Jede Menge Waffen. Und da muss man sich dann halt auch erstmal zurechtfinden. Man kann hier, man sieht hier diese blauen Ausrufezeichen, da kann man draufklicken. Hier kriegt man dann so eine kleine Info, die ist allerdings auf Englisch, aber die ist meistens sehr gut zu verstehen. Ja, was nehmen wir denn dann mal? Dann nehmen wir doch hiervon zwei. Davon. Davon noch zwei, hiervon. Und das. So, jetzt haben wir fertig eingekauft. Jetzt können wir hier auch noch kaufen und wieder weg, sozusagen verkaufen. Aber jetzt gehen wir hier jetzt mal drauf. Hier sieht man schon, in der Mitte hier bin ich. Ich bin jetzt dran. Und wo ich meinen Finger jetzt hier hinhalte, da geht dann auch dieser grüne Pfeil hier hin. Und dann kann ich halt schießen. Hier unten kann ich meine Waffen einstellen. Wenn ich das hier einstelle, kann ich fahren. Das mache ich jetzt auch mal. Ungefähr so. Und jetzt nehmen wir den. Hier unten klickt man dann halt auf Feuer. Hier sieht man noch den Winkelgrad. Jetzt habe ich mich hier selber abgeschossen. Man sieht schon sehr viele verschiedene Typen von Bomben. Das macht das hier wirklich sehr, sehr amüsant. Besonders im Mehrspielermodus, oh, sehr zu empfehlen. Ich bin da wirklich kein Genie drin, aber wenn man das mit Freunden zusammenspielt, dann ist es wirklich cool. Also das Spiel ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gibt es für 1,59 € im App Store. Ich habe den Kauf bislang nicht bereut. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Story-Mission. Das ist halt immer mal zwischendurch, es ist lustig, aber ich weiß nicht, Langzeitmotivation ist vielleicht nicht so da, wenn man keine Freunde zum Spielen hat. Zwischendurch immer mal rauskramen, das tut man sicher. So, das war das Erste, das war iShoot. Das nächste, was ich euch zeigen will, nennt sich Blue Defense und ist auch für 1,59 € im App Store zu haben. Ich habe es noch für 79 Cent gekriegt. Wem das, ich zeige es euch einfach mal und dann könnt ihr selber entscheiden, ob es euch das wert ist. Das ist das Hauptmenü. Ihr könnt jetzt, nee, das ist nicht das Hauptmenü. Moment. Da. Das ist das Hauptmenü. Hier oben der Name, einmal die Highscores, die ihr geschafft habt, ein neues Spiel, die Optionen und andere Spiele des Herstellers. Ich gehe jetzt hier mal auf neues Spiel. Hier könnt ihr euch irgendein Level auswählen, das ihr spielen wollt. Hier könnt ihr den Classic Mode, ihr startet von vorne. Und hier ein Quick Start. Da werden dann, ist halt einfach irgendein Level wird ausgewählt. Meistens sind es halt die richtig schweren für die Profis halt. Ich zeige euch mal den Classic Mode. Hier unten seht ihr, hier unten seid ihr. Und ihr schießt hier halt die ganze Zeit durch und ihr bewegt euch
oder mehr die Kanone, indem ihr halt den iPod nach links und rechts schwingt. Wie gesagt, die ersten Level sind noch ziemlich einfach, jetzt wird rausgezoomt, jetzt wird schwieriger. Das Spiel ist halt ziemlich schlicht gehalten, aber genau das macht das Spiel auch so interessant. Ich glaube, eine richtig gute 3D-Grafik würde das Spiel kaputt machen, deswegen lasst euch nicht von der Grafik abschrecken. Die ist nämlich, obwohl sie nicht so aussieht, sehr, sehr gut gelungen. Ich spiele das Spiel immer mal zwischendurch, zwar nicht erfolgreich, ich bin nicht kein sehr guter Spieler, aber es macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Ihr seht hier vielleicht diese Schweinsohren, ich weiß nicht genau, wie ich sie nennen soll, und da kommen halt immer wieder neue Gegner raus. So, ich hoffe, ich kann euch noch zeigen. Jetzt Level 4 wird halt einfach nochmal weiter rausgezoomt. Aber es gibt auch Level, da müsst ihr den iPod dann auf einmal drehen oder ihr seid dann in der Mitte und von allen Seiten kommen Gegner und das ist dann schon richtig fies. Die hier gehen eigentlich alle noch relativ. Man sieht schon, es kommt halt immer näher. So, jetzt muss ich den schnell drehen. Dann da kommen schon wieder die nächsten Gegner. Und so geht das halt immer weiter. Eine Story gibt's nicht. Ist wieder halt so ein Spiel für zwischendurch. Mehrspielermodus gibt's auch nicht. Man kann sich halt noch einzelne Level auswählen. Da sieht man dann auch, welche man schon geschafft hat und wie gut man da war und so weiter. Die Level unterscheiden sich zwar, aber ich bin noch nicht so weit gekommen, dass ich verschiedene Gegnertypen gesehen habe. Es gibt wohl ein paar. Und verloren hat man halt, wenn so viele Gegner in die Basis eingeschlagen sind. Die Basis ist dieser blaue Kreis. So, ich zeige euch das mal. So. Dann steht hier, The Planet Was Lost. Dann kann ich hier meine Initialien eingeben. Jetzt bin ich hier an vierter Stelle, bin bis Level 5 gekommen. Naja, ist ein schönes Spiel, immer mal für zwischendurch. Man kann sich auch noch den Online-Highscore hier angucken. Hier sieht man schon, im Vergleich zu meinem Level 675. Ich glaube, so weit werde ich wohl nie kommen. Naja, das war Blue Defense. Und das letzte nennt sich Kabuma. Ich weiß leider gerade nicht, wo das ist. Also benutze ich mal die tolle neue Suchfunktion. Da haben wir es. Das Spiel kostet 79 Cent. Man muss bei diesem Spiel versuchen, die Zündschnur bis zum Ende zu bringen. Zeige ich das am besten mal. Play, Campaign. So. Hier startet die Zündschnur und ihr müsst versuchen, sie bis zum Ende brennen zu lassen, indem ihr hier auf die Teile tippt, die sich dann drehen. Ihr seht, das erste ist noch relativ einfach. Einfach alle Teile verbauen. Das war Level 1. Level 2. Also wie gesagt, ist nicht sonderlich schwer. In der Kampagne wird jetzt halt ein Level nach dem anderen durchgespielt. So, gehen wir mal hier. Der Kniff ist hier jetzt auch dabei, man kann auch die Schienen sozusagen zweimal benutzen, damit man das Level lösen kann. Wie gesagt, hier in der Kampagne geht es jetzt einfach so durch, eine Geschichte wird nicht erzählt. Muss man, glaube ich, bei so einem Spiel auch nicht. Das ist ja auch einfach nur mal so zwischendurch. Back to Menü. Hier, wenn ihr hier unter Play geht, dann könnt ihr hier noch Custom Level auswählen, dann könnt ihr die Level auswählen, die ihr schon geschafft habt. Insgesamt gibt es hier 20 Level, ich bin bislang bis Level 6 gekommen, da komme ich im Moment nicht weiter. Ist ein relativ schönes Spiel, aber ich glaube, ich würde es mir nicht für 79 Cent kaufen, ich habe es kostenlos gekriegt. Naja, wem solche Spiele gefallen, der kann ja zuschlagen, für den Rest würde ich es eher nicht empfehlen.